Liebe Kollegen von RTL, wir müssen da mal was klarstellen. Liebe Kollegen von Endemol, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Ich mache alles offiziell, ich zeige euch alle Abrechnungen von YouTube. Hi, yo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist was passiert, was mich zur Weißglut bringt. Ich bin selbst schuld, es ist noch nie passiert, seitdem es den Kanal gibt und darüber müssen wir jetzt mal reden. Also meine Lieben, was ist los? Wir haben kein Video für heute gehabt. Das ist wirklich mein Problem. Bei Aaron gab es kein geiles Video, was unseren Ansprüchen genügt, was wir heute halt raushauen können. Gibt's nicht. Woran liegt es? Also erstmal Geschichtsstunde. Das letzte Mal, dass kein Video am Dienstag kam, war, als Timo Vater wurde. Und da habe ich selbst Timo angemeckert und gemeint, Dicky, du weißt seit 9 Monaten, dass du demnächst so in dem Zeitraum nicht kannst. Warum schneidest du nicht vor? Viel zu tun. Also da war ich sogar hinterher. Ihr kriegt mit, mir ist es wichtig, dass geiler Content jeden Dienstag kommt, der ein bisschen besser produziert ist. Und jetzt war es wirklich so bei uns, wir sind vom Kanal vorgeplant, bis September gefühlt. Wir haben überall was drinstehen, aber nicht vorgedreht. Und das ist das Ärgerliche. Ich kann euch ja mal sagen, erst am Freitag hatte ich einen Call mit der Berliner Polizei und wir haben 4 bis 6 Hammer-Videos geplant, die wir demnächst umsetzen. Auch was macht eigentlich, ist relativ viel geplant, ja. Wir haben Clemens Alive in der Pipeline, Ole ohne Kohle, Luke Mockridge, also geile Namen, auch nachts überraschen, ja. Ich werde meinen Kumpel Max Kruse in seiner neuen Wohnung besuchen. Revi steht auf der Liste. Hannah Secret, auch mit den Leuten von Morlock Motors wollten wir wieder drehen. Ich und Standardskill, ich wollte ihn immer mal nachts überraschen. Marc Gebauer steht auf meiner Liste. Ich habe demnächst einen Tag mit, das wird alles wegsprengen. Aber es ist nichts da. Was ich mir sehr wünschen würde, zum Beispiel bei einem Tag mit mache ich demnächst Contra K, habe ich über Sido kennengelernt, sehen jetzt immer bei der Baller League. Wenn ihr andere Leute habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe so oft Leute über eure Empfehlung getroffen, wo ich sage, das war geil, ich habe was gelernt, ich hatte Spaß. Ich habe auch letztens Leonie geschrieben, habe aber dann nochmal vergessen zu antworten, mache ich noch. Oder wenn ihr euch wirklich fragt, was macht eigentlich, schreibt bitte realistische Vorstellungen rein. Was macht eigentlich Stefan Raab? Oder letztens meint einer, was macht eigentlich Merkel? Sind wir mal ehrlich, die warten nicht auf mich. Wir brauchen da Gäste, die Bock haben, die mal wieder was erzählen wollen. Und deswegen auch noch eine Sache, die ihr gern machen könnt. Ich würde gern Juri und Singa für alle alten Kika-Hasen, die mein Alter haben, mal besuchen und gucken, was die machen. In Singa war ich als Kind verliebt. Juri war mein Traum, Moderator. Ich habe ihn gefeiert. Ich wollte immer mal mit ihm chillen. Deswegen, Link zu beiden Instagram-Profilen in der Videobeschreibung. Schreibt den mal. Treff dich mit Aaron. Und dann gucken wir mal. Die moderieren, glaube ich, immer noch Kika. Ich bin ehrlich, ich habe Kika vielleicht geguckt, bis ich 10, 12 war. Das ist jetzt doch auch schon dann über 20 Jahre her. Aber jetzt können wir über eine wichtige Sache reden. Ich bin ja wirklich zu YouTube gekommen und in die Medien durch Wer wird Millionär. Und wenn ihr die Folge damals gesehen habt, schreibt es mal wirklich in die Kommentare, wenn ihr wirklich so alt seid. Weil das war ja 2012. September 2012 war ich bei Wer wird Millionär. Das ist 12 Jahre her. Wenn du jetzt gerade 16 bist, dann warst du 4. Verdammte Scheiße! Wenn du 12 bist, dann warst du da noch nicht da oder wurdest nach dieser tollen Folge gemacht oder Folgen. Es ist verrückt. Und mein großer Traum ist ja eigentlich, dass es den Content immer hier auf dem Kanal gibt. Problem ist, da müssen mehrere Parteien zustimmen. Günther Jauch, glaube ich, der wäre sofort dabei. RTL, die Produktionsfirma Endemol. Und dementsprechend habe ich jetzt überlegt, Leute, ihr wollt vielleicht den Content auch sehen. Wenn ja, müsst ihr es mir mitteilen. Und ich habe eben keinen Stress mit RTL oder gar nichts. Ich mag sie sogar sehr. Ich habe trotzdem eine Petition, die Timo erstellt und die ist hoffentlich da drin. Wir wollen Wer wird Millionär mit Aaron auf YouTube. Ich glaube, ich war ja insgesamt über 3 Folgen da. Das wird eine Laufzeit von 120 Minuten, ja doch. Könnten schon 120 Minuten sein. Das würden wir sogar in 12 Einzelvideos cutten. Warum? Liebe Kollegen von RTL, liebe Kollegen von Endemol und lieber Herr Jauch, mein Plan wäre es, diese Videos eben in 10 Minuten zu schneiden, auf Herr Aaron hochzuladen. Und das ganze Geld, was wir mit Ads verdienen, spenden wir für den Spendenmarathon. Das würde ich fair finden, rund. Und mir geht es darum, den jungen Aaron, der krass Berlin hat, der den Kiosk noch frisch hat, einfach hier auf dem Kanal zu sehen. Das wäre wirklich für mich ein Highlight, was mich auch irgendwie ein bisschen glücklich machen würde. Und deswegen, wenn ihr auch Bock drauf habt, klickt mal in die Videobeschreibung, stimmt für die Petition ab, weil, noch ein Fun Fact, boah, vor zig Monaten gab es einmal einen Ausschnitt von mir bei Wer wird Millionär bei RTL auf Instagram. Und der ist bam gegangen. Ich habe den natürlich geteilt, aber der ist steil gegangen. Und ich glaube, man will es mal gern sehen. Ach, war ich damals süß, jetzt bin ich ein alter, dicker Mann, wo das Kind bei Kaufland rumschreit und man sich schämt. Und damals hatte ich einen Bäcker und mein Problem war,
dass ich morgen einen zum Backen brauche. Und deswegen, ich würde es gern hier haben, es würde mich freuen. Und deswegen geht doch mal in die Infobeschreibung, unterschreibt die Petition, da würde ich mich sehr freuen. Und dann wird RTL das mit Humor nehmen. Endemol habe ich ja auch einen super Kontakt, Markus Wolter, du wirst das sicher klären können. Und Herrn Jauch, der ist sowieso dabei. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es klappen wird, aber ihr müsst unten mitmachen. Und nach Wer wird Millionär war ich ja auch mal bei Markus Lanz mit Stefanie Heinzmann, Ben Becker und Reinhold Messner und die Folge war auch ein Spaß. Die hat auch schon irgendjemand bei YouTube hochgeladen. Und das ZDF meckert nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach 18 irgendwas jeden Monat zahlen und wir den Content ja mitbezahlen. Trotzdem habe ich Angst, dass das ZDF ankommt und sagt, Aaron, nein, machst du nicht. Deswegen habe ich einen Masterplan, der sich endlich auszahlt. Es gibt einen ganz tollen Zweitkanal, Ramba Zamba heißt der. Ja, der ist auch in der Videobeschreibung. Zweiter Link nach der Petition. Da laden wir jetzt ganz frech Markus Lanz in 3 Abschnitten hoch. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ist eine wirklich schöne Folge. Kleiner Ausschnitt kommt hier. Ich war nur in der Sendung und habe Fragen beantwortet. Und auf einmal, hier sitzt so ab, also, oder super Schauspieler. Meine Mutti hat vorhin von ihm geschwärmt. Und dann super Sängerin. Und wenn ihr die sehen wollt, klickt da jetzt einfach runter und auch da machen wir es so, natürlich schalte ich Werbung und da spenden wir das Geld einfach, was wir durch Ads einnehmen, an ein Herz für Kinder, weil Johannes B. Kerner macht einmal mehr im ZDF ein Herz für Kinder und alles, was da zusammenkommt, das kann knallen. Und man muss jetzt so sagen, so ein Video, ich vermute mal, die anderen, die schon auf YouTube sind, haben so alle 500.000 Views. Also haben wir 3-mal 500.000 Views, sind 1,5 Millionen Views und aktuell kriegt man für 1 Million Views zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Das heißt, wenn es knappt, spenden wir einfach 10.000 Euro, wenn es richtig rund läuft. Bei einem Herz für Kinder und bei Wer wird Millionär wissen wir, wenn wir da wirklich 10 Folgen hochladen, mit mir beim Jauch, wie ich angefangen habe, was eine schöne Sache war, ich gucke es immer wieder gern, wird es vielleicht auch 500.000 machen. Und das dann mal 10, weil wir 10 Videos drauf machen, ja, dann sind wir bei vielleicht 10 bis 20 bis 30.000 Euro, die wir spenden können. Ich mache alles offiziell. Ich zeige euch alle Abrechnungen von YouTube, weil ich will einfach wirklich nur, dass dieser Content entweder auf dem Zweitkanal oder auf meinem ist. Und ich glaube, dann hätten wir sehr viel Spaß bei allem. Also meine Lieben, das war's schon. Es tut mir leid, dass nicht so ein Video kam, was euch weggehauen hat. Trotzdem wollte ich euch einfach sagen, ey, es passiert nun mal. Wir haben aber die ganzen Produktionen, alleine nächste Woche 3 Videos, die Woche drauf auch wieder 2 und dann wird sowas erstmal nicht mehr passieren. Aber auch wenn, dann kommt was anderes und ich erzähle euch sowas wie jetzt, weil wir wollen uns auch nicht abmühen und wir wollen auch nicht Stress haben oder dann irgendwie nachts noch irgendwo hinfahren und einen Autounfall bauen. Plus ab und an mal so ein Infovideo geht ja auch klar, oder? Und deswegen ganz wichtig, in die Infobeschreibung klicken. Nummer 1, Aaron, Wer wird Millionär-Petition unterschreiben, dass wir die ganzen Folgen hier auf Herr Aaron kriegen, mit Erlaubnis und das Geld spenden können. Beim ZDF mache ich es frech, wenn die sich melden, sage ich euch auch Bescheid. Und das einzige YouTube-Video, was ich hätte heute noch bringen können, was irgendwie ein bisschen witzig wäre, wäre... Vor 10 Jahren waren wir beim May the Force Tag, also am Star Wars Tag, in einem, ja, heute würde man sagen, B-Brothers Laden. Und da ein kleiner Ausschnitt und dann versteht ihr, warum ich das niemals hochladen werde und euch lieber ein paar Infos gebe und bitte mir zu helfen, dass wir die Wer wird Millionär Folgen hier auf den Kanal kriegen. Die Star Wars Eier, ja, hier gut zu erkennen, innen drin ist eine Marke plus Süßigkeiten in Sternform. Hier für den Schnäppchenpreis von 1,20 Euro in meinem Laden, schäme ich mich jetzt auch ein bisschen für, kosten sie 3,99 €. Und dann auch gerne Juri und Singa schreiben, dass ihr einen Tag mit denen verbringen soll und insgesamt eure Meinung in die Kommentare. Und das Wichtigste, wenn ihr kommentiert, wer hat die Wer wird Millionär-Sendung gesehen? Timo war damals so jung, wir kannten uns da noch nicht. Danach haben wir uns erst kennengelernt. Ich war jung, hab Berliner, das ist ganz verrückt. Würden wir einblenden? Aber ich habe Angst, dass RTL direkt sagt, nee, weil es ein Algorithmus ist und allem drumherum. Deswegen warten wir, bis RTL den Daumen hoch macht mit Günther Jauch und Endemol, Bunny J, Markus Wolter. Und dann sind wir die fantastischen 4, die das Video endlich hier auf YouTube bringen, was ihr schon immer sehen wolltet. Aaron bei Wer wird Millionär? Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschö. Wenn ich den Fuffi so in der Hand drücke, sag, schieb mich mal vor. Dann musst du 2 Jahre und so. Darf ich mit dem im Straßenverkehr fahren? Ja. Der ist aber sehr breit. Findest du? Ich habe Angst, dass ich irgendwo gegenfahre. Der ist genauso breit wie eine S-Klasse.